Heute seht ihr die unglaublichsten Roblox-Videos auf der ganzen Welt. Wenn ihr nicht diese coolen Spiele verpassen wollt, dann guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's. Hey, Kasper! Broxo! Was machst du denn hier? Ich warte hier auf meine Pizza. Wieso? Was ist los? Eine gute Pizzeria. Aber was ist denn hier mit der Pizza passiert? Guck doch mal auf den Boden, da läuft so ein Fass und sowas aus. Was ist denn das? Ja, richtig verrückt. Was ist das denn? Das hab ich gar nicht gesehen. Warte mal, hä? Wie, was Moment soll das denn mal. Sein? Hä, du, und du wolltest ja einfach ganz normal eine Pizza holen, oder was? Ich habe mir hier vor einer halben Stunde eine Salami-Pizza bestellt, aber die kommt irgendwie nicht. Da hast du richtig geschielt, dass du dich auf dem Boden gesehen hast. Du wurdest sogar fast davon berührt. Ja, ich habe aber mein Handy geguckt. Alter, was ist das denn? Hey! Guck mal hier, Pizza! Eine Menschenpizza, oh mein Gott. Oh mein Gott, wieso hat der auch rote Augen da, der Chefkoch? Gute Frage. Lass mal hier vorbei, lieber, auf ganz entspannt. Würde ich auch sagen. Boah! Oh. Okay, pass auf, so du musst vorsichtig sein hier beim Rüberspringen, ne? Aua! Ey, nein! Aua, nein! Und hier und yo! Jawohl! Okay. Hier ist ja die Salami, die ich mir bestellt habe, aber... Richtig Slalom drum gelaufen, Alter. Richtig heftig. Mhm. Das war die Salami? Mhm. Das denn hier so, hä? Achso. Ja, so, okay. Oh. Guck mal hier! Alter, Tomaten! Ja, und die sehen auch relativ frisch aus. Guck mal hier, guck mal! Ein Lager oder so. Aber ich glaube... Warte mal, ist das unter uns so ein Tomatensee oder was ist das? Ich glaube, das ist so flüssiges Tomatenmark. Okay, aber das sieht anscheinend richtig heiß aus. Also ich würde da auf jeden Fall nicht rein wollen. Okay, nee, ich auch nicht. Hier, was ist... Was? Oh mein Gott! Das ist hier die Küche! Die gigantische Küche, guck dir das mal an. Oh mein Gott! Auch hier, du hast da so richtig heiße Dingens, ne? Heiße Pfannen, ja, okay, krass. Oh, okay, also so die dürfen wir auf jeden Fall nicht berühren, sonst werden wir mal sag mal! Ich verbrenne! Ich bin ein Opfer! Ey, komm da raus! Okay, alles gut. Das ist nicht gut. Raus. Das ist gar nicht gut. Mhm. Okay, was ist hier? Okay, dann sind anscheinend so... hast du gerade das Messer berührt? Ich hab's berührt, aber es hat nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ja, weil es auch oben nicht scharf ist, du Dummerchen. Ach, ja, stimmt, ja. Okay. So, hier? Pass auf, nicht gerollt werden oder so, ne? Ob ich das will, ey. Also eigentlich muss ich ja dann nur... Du musst doch nur da lang. Ja, du kannst hier ganz normal lang balancieren. Guck mal, er sieht uns gar nicht, komm. Okay. Schnell. Guck mal, die Ananas weint. Alter, nein, weil die da auch ein Messer drin steckt. Ja. Oh mein Gott. Okay, dann lass uns vorsichtig hier rüberspringen und so. Okay. Dann hier die Spüle, hier erstmal auf die sauberen Teller oder was? Ja, wir müssen auf jeden Fall echt gut aufpassen mit den ganzen Tellern hier, ne? Ich kann auf jeden Fall nicht schwimmen. Wenn ich da reinfall, Brox, dann war es das mit mir. Ich kann auch nicht schwimmen. Deswegen sollen wir am besten nicht da reinfallen. Hier sind sogar Eiswürfel. Das war voll viel Spaß. Wir sind im Kühlschrank. Ich war schon mal in einem Kühlschrank. Und wir sind auch schon voll klein, ne? Wir sind die ganze Zeit schon voll klein. Ja, aber also ich meine, guck mal, wie groß hier so eine Pepsi ist oder sowas. Ach stimmt, also jetzt im Vergleich zum Restaurant eben, hast du schon recht. Sind wir echt schon eher klein. Auf jeden. Ah, nein! Nein, ich bin auch falsch gesprungen. Wir hätten anders hinspringen sollen. Ich glaube, ist hier ein unsichtbarer Weg? Oh mein Gott, ein unsichtbarer Weg. Das ist Glas, das ist einfach nur eine Glasscheibe, die da ist. Ja, stimmt. Okay, dann komm. Okay. Dann lass uns mal über die Spaghetti rüberlaufen. Guck mal, wie gut ich laufen kann. Bist du runtergefallen? Ich bin runtergefallen, genau hinter dir einen Meter. Oh, unglaublich. Das passiert halt, wenn man so hinguckt. Ja. Spaghetti ist halt einfach nicht so meins. Ich mag lieber irgendwie diese gedrehten Nudeln. Ja? Ja, die finde ich auch lecker. Ich mag Spaghetti. Und auch normale. Ja, obwohl die gedrehten Nudeln sind auch lecker, muss ich sagen. Die sind auch gut. Okay. Hier, was ist das hier? Nochmal Ketchup, ein bisschen, so Horror-Ketchup, da müssen wir anscheinend rüber. Der Horror-Ketchup. So, vorsichtig, auf jeden Fall. Guck mal, er zeigt uns den Weg. Okay, was sollen wir, warte mal, hier die Abzugshaube? Oh, er sagt, das ist anscheinend ein richtig rutschiges Dach hier, okay. Ne? Kasper, Hilfe! Hä? Wo bist du? Ja. Du musst immer schön springen, immer schön springen. Okay, ich hab's. Und pass auf, hier ist der Ekelsenf. Oh mein Gott, so ganz scharfer, ne? Ah! Oh nein, Broxo! Ich hab ihn berührt, der war echt ganz schön... scharf und eklig. Schade, der hat mir meinen Fuß weggebrannt. Okay. Dann hier erstmal, guck mal hier, die Käsereibe, ne? Ja, aber lass dich los, nicht reiben. Lieber nicht. Das wäre nicht so gut. Ich bin auch kein Stück Käse. Ich auch nicht. Oh, Checkpoint. Okay, pass auf das Brett auf, ne? Das sieht ganz schön kaputt aus. Nicht so gut, dass wir da zu zweit drauflaufen. Ja, er zeigt uns hier wieder den Weg. Okay, wir sollen durch den Lüftungsschacht gehen. Ich würde sagen, dann machen wir es nochmal. Und lass uns mal wir müssen uns gar nicht aufteilen. Ich dachte, wir müssen uns auch aufteilen, ne? Oh! Was ist das denn?
Hier werden die geheimen Zutaten hergestellt von der italienischen Pizza. Ah! Alles klar. Ach nein, ich habe dich angeguckt und bin auch gestorben. Ja, genau. Ich bin mal ganz kurz gegens Netz gekommen. Ich auch. Aber wahrscheinlich sind die echt die Zutaten. Hier ist schon so, okay, Parmesan. Woher stimmt, da liegen, sind das Pommes? Ich weiß nicht, ob es Pommes sind oder Käse oder so. Es könnten auch so Käsescheiben sein. Ich glaube, es sind eher so Mozzarella-Sticks, ne? Ah, das kann auch sein, stimmt. So, dann hier. Hier. Käse. Oh! Immerhin schon mal draußen. LOL! Wir sind echt schon mal draußen. Pizza, Pizza, aber runterspringen von hier können wir nicht, weil dann war es. Das ist noch ziemlich hoch da unten. Oh, oh mein Gott. Wir sollten echt nicht runterspringen. Ah, ich bin vor dir. Nein, bist du gar nicht. Du hast nämlich eine Sache nicht gesehen. Nein. Ja! Mano! Ey, ich hab's echt nicht gesehen. So, hier. Müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein hier. Okay. Oh, es geht wieder. Oh Gott, was ist denn hier? Die 1337. Okay, also hier irgendwie 2, 3, 4, 5. Hier ist die geheime Zutat. Oh mein Gott, und hier liegt jemand. Noch ein groß. Ist die geheime Zutat. Denkst du, der verkauft Menschenpizza? Ich glaube ja. Ich glaube, der frisst Menschen echt auf seiner Pizza. Oh, okay, pass auf. Ich würde auf seinen Arm raufspringen. Bein. Ich will da nicht Kopf. Reinfallen. Bein. Checkpoint. Arm. Okay, oh sehr Gott, gut. Oh Gott, oh Gott, ey. Hier? Hier? Oh Gott! Da ist er! Oh nein, da ist der ich Böse! Guck's dir an, hier, da ist er auf der Pizza! Ich will da doch nicht drauf. Nein, Kaspar! Kaspar, nein, Hilfe! Nein. Mann, wir wurden gegessen, nein! Ey, und warum sind hier auf einmal Kekse? Oh mein Gott. Ja, weil ich glaube, wir sind jetzt in seinem Magen drinne. Wie viel ist der denn? Ja, der frisst alles, der ist richtig hungrig anscheinend. Hier, Kekse. Oh Gott, ey, da ist ja die ganzen Chocolate-Cookies da auf. Oh, ich sag's dir, also richtig, richtig eklig. Dann lass mal hier lang. Wir landen jetzt erst lang in seinem Magen oder so. Ja, oder so, ja, stimmt. Oder glaubst du, oder war es gerade die Zunge? Ich weiß es gerade gar nicht. Es kann auch die Zunge gewesen sein. Ah, hier ist die Wirbelsäule erst, okay. Da ist die, oh, warte, ich bin direkt hinter dir, ich komme. Oh, ja, okay. Oh Gott, es sind hier noch so Säurefäden. Nein, pass auf. Eins zu zwei. Alter! Oha! Oh mein Gott! Oh Gott, du kannst auch durchziehen! Oh, okay, okay, sehr schön, sehr schön. Das war echt nicht schlecht, muss ich sagen. Das war richtig krass. Okay, dann hier durch. So. Guck mal, hier hat er so Wackelpudding gegessen, ne? Der hat ja richtig viel gegessen, muss ich sagen. Magst du keinen Wackelpudding? Geht so. Oh, was sind wir denn? Hey! Oh nein! Nein! Ich will nicht! Ich will nicht! Oh nein! Hilfe! Oh mein Gott, wir sind Hilfe. In deinem Hintern! Hilfe! Der Pizzachef, der... Ich will nicht! Okay. Nein! Alles gut, Gloxo! So ekelhaft, oh mein Gott, da oben! Da sind wir rausgekommen und natürlich forts der noch! Oh nein! Oh mein Gott, das ist dein Hintern, ne? Guck mal hier, ja, das steht da irgendwie aus der Wand oder so. Haben wir einfach in ihm gefangen. Das ist ja richtig eklig. Das ist echt ekelhaft, ne? Jetzt hier, oh Gott. Wollen wir hier noch was entdecken? Nee. Nee, nee. Aber guck mal da. Wir können hier rein ins Haus. Hier sind anscheinend so Snacks oder so. Ach so. Guck mal, wir haben es geschafft. Lol. Wir sind entkommen von dem bösen Pizzatypen. Aber hat der noch hier irgendwas drin? Ob wir noch was machen. Können wir hier ins Haus noch reingehen? Oder hinter irgendwas? Aber gut, dass wir schon mal entkommen sind hier. Das sieht doch auch aus wie ein kleines Paradies. Guck mal, hier können wir Abzeichen mitnehmen. Und was ist das hier? Jump und Speedpad. Wow! Ja, Mann. Wow, oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, Kaspar. Wie hoch ich springen kann. Du siehst du mich? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Yo. Oh mein Gott, wie schnell. Warte mal, guck mal, was ich auch kann. Ich kann mir hier eine Farbe holen. Habe ich auch, mache ich doch gerade schon. Und hier, boom! Guck mal, ich bin einfach wie Iron Man oder so, oder wie Aqua und Iceman. Ich auch, ich auch. Oh mein Gott, wer rüberkommt? Los! Das ist echt schon richtig cool, muss ich sagen. Kaspar, Kaspar! Hör auf zu essen! Ich hab so Hunger! Guck mal, Cameraman sagt, wir müssen schnell aus dem Skibidi-Gefängnis entkommen. Ja, aber das hier ist ein Skibidi-Gefängnis? Okay, dann los, raus hier. Das ist ein Skibidi-Gefängnis. Das heißt, hier sind überall Cameramans, TV-Mans, Skibidi-Toilets, Speaker-Mans und noch viele, viele mehr. Also ganz, ganz krasse Sachen. Also, warte mal, ich muss noch mal zum Verständnis haben. Du willst mir sagen, dass Skibidi alle eingefangen hat? Er hat alle eingefangen, ich weiß. Einfach unsere ganzen Freunde, mit Skibidi Familie, alle, hat alle eingefangen. Alter, okay. Oha, Mr. Skibidi, Wibidi, Hibidi. Ganz vorsichtig jetzt hier, ne? Ganz vorsichtig hier entkommen.
Oh, okay. Und hier durch? Oh, hier, ja. Was wolltest du machen gerade? Ich wollte dich eventuell ein bisschen runterstoßen da, weil ich dachte, du schlägst eigentlich gegen mich. Aber hat nicht so funktioniert. Nee, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Denk dran, jetzt noch kein Checkpoint. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst, oder? Du bist ja richtig schlecht. Doch, hier war ein unsichtbarer Checkpoint. Ach, Glück gehabt. Oh, er geht schon wieder drauf. Oh mein Gott, Digga. Ja, er geht schon wieder drauf. So, gar nichts los. Ja, bei den Laserschalen musst du echt sehr aufpassen. Digga, ich hab das Gefühl, das ist voll die schwere Obby hier heute. Au, sag mal, ich will den Laserstrahl. Schwer, du bist ja richtig schlecht heute, Digga, schnell. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Skibidi kommt gleich. Das liegt an diesem Essen. Ich hab gerade noch gegessen, Digga, auf einmal sagst du, wir müssen hier entkommen. Kann ich dafür? Alter. Guck mal, da unten. Wer ist das denn? Da. Ich bin nicht auf mich. Ich bin nicht gut in Orbis, sagt ist Cameraman. Okay. Alter, der ist einfach da runtergefallen auf die Spikes. Kein Problem, wir glauben dir, dass du nicht gut bist. Wir glauben dir. Wie findest du eigentlich besser? Skibidi oder Cameraman? Skibidi. Skibidi ist am coolsten. Ja, die ist krass. Na, guck mal, leise. Das ist der Skibidi-Wärter. Guck mal, eine Skibidi-Spinne. Ich weiß, Skibidi-Spinne. Ich geh hin. Oh Gott, lieber nicht. Lass. Lass lieber, der schläft so fest. Oh Gott. Alter. Hier runter. Lol. Was ist los? Hier ist noch ein anderes Gefängnisding. Also echt, Digga, so ein Fenster. Okay, runter hier. Oh Gott, einfach Kanalisation. Heißt hier, jetzt ist ganz vorsichtig hier jetzt laufen, ne? Wow! Laser hier mitten im Weg. Okay, jetzt hier durch. Okay, durchgehen. Oh. Start, dann hier rüber die Blöcke. Yeah. Okay. Oh mein, Digga, hä? Ja, yeah, schlecht. Du hast mich geschubst. Ich war vor dir, geht gar nicht. Bro, du bist genau durch mich durchgesprungen da gerade. Nein, ich war vor dir, es geht gar nicht. Guck hier, Wie ein Profi renne ich hier lang. Ohne Probleme. Alter, schneller auf einmal hier. Doppelte Geschwindigkeit. Aber nur so ein bisschen schneller. Ja, nur so ein kleines bisschen. Oh Gott. Hier. Hä? Alter, der war weiter gesprungen. Ich dachte, den schaffst du nicht. Ich dachte auch, ich schaffe ihn nicht. Typischer Sprung, den du nicht schaffst. Ein ganz typisches Ding gewesen. Oh mein Gott, was ist das denn? So was meine ich. Sweet and Sour Abzeichen. Was redest du da? Alter, wie krass. Ist einfach runtergefallen. Mann, geil, dass du drauf reinfällst. Natürlich nicht. Sweet and Sour war ein cooler Name. Bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Sagst du, ne? Hey, pass auf jetzt hier. Also, hier musst du jetzt ganz mutig sein. Kaspar. Oh nein. Lauf. Oh nein. Lauf. Oh Gott, er kommt. Oh, die Skibidi-Spinne. Die ist direkt hinter mir. Lauf, der ist übel schnell. Kann ich abkürzen? Du kannst sprinten. Nochmal. Als ob du nicht sprintest gerade. Kann man. Oh. Ey, du bist ein Pranker, Bro, ist so schlecht. Ja, du kannst sprinten. Ja, wie denn? Sag mal wie. Auf Air. Digga, so schlecht. Bro. Weißt du, warum ich Air gesagt hab? Reingefallen. Digga, so ein. Oh mein Gott. Du hast einen Clown gefrühstückt heute, glaube ich. Weg. Kann das sein? Ganz schnell weg jetzt hier. Vor der Skibidi-Spinne. Oh, ich renne immer noch vor der weg, ne? Ich hab aber Hardcore-Vorsprung. Nein, die hat mich schon wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin mit dir, was man kann. Oh mein Gott, das wäre so cool, wenn es klappt. Komm. Ja! Ich hab das Haus auf die Skibidi-Spinne rauffallen lassen. Niemals! Doch. Und durch den Faden, durch hier, so. Und jawohl, Alter! Jawohl! Oh mein Gott, krass. Okay, das war sehr stark. Alter! Hinten ist der Skibidi-Boss. Ich sehe das da gerade schon. Der sieht krass aus. Der sieht richtig gruselig aus. Skibidi-Dom-Dom, yes. Hä, wer ist das denn hier? Er sagt, wir müssen den Boss bekämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Schieß auf ihn! Oh Gott. Mit den Raketen! Aua! Kann er was? Nicht in mich laufen. Kann er was? Er kann nichts. Hä? Ist einfach nur übelst langsam. Er kann nichts. Aber der zieht auch kaum Leben ab hier, die Rakete. Ich weiß. Digga, wie soll ich auf den aufschießen? Oh oh. Ah, jetzt geht sogar die Rakete noch vorbei. Du musst genau in seinen Mund schießen. Dann geht das. Reingefallen. Nee, du machst auf dem Kopf tatsächlich mehr Schaden als auf diese Porzellan. Nee, machst du nicht. Natürlich. Nein. Nee. Digga, du machst auf dem Kopf viel mehr Schaden. Du machst genau gleich viel Schaden. Oh Gott, ich treffe, vor allem fliegen auch voll auf Raketen einfach vorbei bei mir. Ehrlich? Ja, ich treffe einfach nicht. Das geht ja nur, wenn man schlecht ist. Ich treffe einfach nicht. Ah, ich hab mich schon fast besiegt. So.
Stehen bleiben, du Skibidi Wibbidi. Und besiegt. Jetzt schon? Nein. Ich kann's sagen, Alter. Das wäre krass gewesen. Digga, ich muss sagen, das ist der krasseste Boss, den wir je gekämpft haben. Und besiegt. Nicht schlecht. Und ich habe ihn jetzt auch gleich. Und besiegt. Sehr gut. Okay, dann geht's jetzt durch. Alter. Oh Gott, ich bin auch einfach schnell. Oh, das schaffst du niemals. Er redet mit dem Obby King, Alter. Das schaffst du niemals. Nenn mich Obby King, nenn mich Obby King. Aber ich bin beim letzten drauf gegangen. Wie schlecht bist du? Du bist doch selber drauf gegangen. Bist du nochmal drauf gegangen? Nur einmal. Bist du erst jetzt hier? Ja, ich weiß, was so lange zum Respawn gedauert hat. Ich bin nur Ist schon schwieriger, als ich dachte. Jetzt ich hol dich noch ein, Digga. Ich hoffe, du fällst runter. Nein, hol dich niemals ein. Bist du runtergefallen? Nö, ich bin am Ende. Ja, du bist da hinten schon. Ich bin ganz hinten am Ende. Nein! Also echt. Wie schlecht. Oh jetzt mein aber. Gott. Dritte Mal ist immer das beste Mal, sagt man doch. Oh Gott. Ja, ist das so? Ja. Das dritte Mal sogar schon. Hast du das schon aufgebraucht? Nee. Du bist das dritte Mal gestorben, Nein, das zweite Mal gestorben. Nee, das dritte Mal. Zweite Mal. Ich hab zweimal gesehen, wie du gestorben bist. Das eine war. Ja. Geradeaus. Ja, Digga, du Pranker, Alter. Okay. Tja, ich bin jetzt schon hier oben. Hä? Oh mein Gott. Ich bin runtergefallen. Digga, wie soll man denn hier hochkommen? Nicht dein Ernst. Ja, mein Gott, ey. Das liegt an diesem Essen, was ich vorhin gegessen habe. Alter. Was geht hier ab? Es dauert ein bisschen, bis ich da bin. Was ist das denn? Okay. Ich bin fast da. Oh. Wie lange soll ich denn jetzt da laufen? Du hast doppelte Speed geholt. Nein. Wie lang geht der Weg jetzt? Wo geht der Weg denn jetzt noch hin? Und? Was ist hier? Da muss irgend so ein krasses Geheimabzeichen kommen oder so. Locker so ein Skibbidi-Abzeichen oder sowas. Und hier ist. Hä? Stehst du einfach nur. Oh, ja! Bist du runtergefallen? Oh mein Gott. Ich hab ein absolut seltenes Abzeichen bekommen. Was hast du gekriegt? Gar nichts. Oh mein Gott, okay, wir wurden so gefaked, Alter. Das ist blöd. Mann, oh, aber wir sind trotzdem entkommen. Was machst du da, Kaspar? Was machst du da? Ich esse die Tomaten aus diesen Dosen. Das sind doch Bohnen. Ja, was Bohnen, Tomaten. Ja, das sind Bohnen in Tomatensauce. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn, Kaspar? Dass die langsam immer weniger werden. Das heißt, wir haben keinen Vorrat mehr. Und wir sind auch hier komplett in so ein Gefängnis eingesperrt, ne? Ganz genau. Und weißt du, was es ist, wenn man in einem Gefängnis ist und kein Essen hat? Man kommt nicht raus. Ich weiß. Deswegen lass uns jetzt probieren zu entkommen. Okay. Ennis, hat uns hier gerade die Wand aufgebrochen mit seinem Spurschädel. Danke! Oh Gott. Okay, warte mal. Hier drüben, er sagt hier drüben, lauf! Wo sind meine Döner? Ich glaube, er meint wohl eher, wo ist mein Döner, oder nicht? Ich glaube auch, der ist ja richtig verrückt. Guck mal, wie er sich Haare hat auch so ein Dönergesicht. Der will so ein Döner, die Haare. Der hat so eine Zwiebel auf dem Kopf. Digga, der sieht ich ja aus. Ich bin ein Döner. Ja, der sieht ja richtig komisch aus. Okay, warte, er sagt, wir sollen jetzt schnell. Hinter dir! Hinter dir, Kaspar! Was ist da? Was ist da? So ein Roboter, guck hinter dir! Oh Gott, der da ganz in der Ferne! Guck mal, was sind das hier für Sachen im Gefängnis, hä? Hä, wieso sind hier so komische Gebisse eingesperrt? Der Roboter, der ist gerade hingefallen, hast du gesehen? Nee, was bei mir nicht. Oh nein. Runter! Wow, das war knapp! Das war richtig knapp gerade. Mega knapp, der hat uns gerade fast geholt, ne? Ich sag dir mal eine Sache, okay? Jetzt sind wir hier in der Kanalisation. Ja. Ich werde hier heute nicht einmal draufgehen. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob das... Ich setz 50 Euro. Okay, na gut. Da bin ich mal gespannt, okay, Kaspar, ob du schaffst. Auf jeden Fall gespannt. Warte mal, man kann sich sogar einen Panzer denn kaufen, ne? Ich könnte dich mit dem Panzer abschießen und mir 50 Euro ergattern. Wie krass wäre das denn? Stimmt auch wieder, aber das machst du ja wohl hoffentlich nicht. Nein, das mache ich nicht. Warte mal, ich muss dir jetzt helfen. Das sind Spikes. Oh Gott. Pass auf, ich muss dir jetzt helfen. Und zwar, ja, mach mal auf da, muss ja? Muss jetzt hier mit Kraft dran ziehen. Oh, bei mir ist es aber noch nicht oben. Ich muss selber das nochmal machen. Und jetzt habe ich das aktiviert quasi. Zack. Oh. Beeil dich, denn ich glaube, die fahren auch gleich wieder runter. Ja, ich glaube, die fahren echt gleich runter. Der Strom hält nicht so lange. So. Ja, hier rüber. Ich bin rüber gesprungen auf jeden Fall. Du bist jetzt auch gerade am Start, ne? Ja. Und zack. Sehr gut gesprungen, Kaspar. Sehr schön. Danke.
Ey, wie kommen wir jetzt hier nach oben? Ah, warte mal, hier mit diesem Fass vielleicht? Warte, ich nehme mir das mal. Ja, und jetzt hier hinsetzen, das, oder nicht? Wir müssen das jetzt hier einfach in die Ecke setzen, oder was? Ach, guck mal, ich kann noch das Bohnenfass. Ich habe so ein Bohnenfass, Kaspar. Alter, da haben wir richtig viel. Warte mal, wir brauchen aber... ich pack mal ganz kurz in die Paletten hier hin. Oh mein Gott, jetzt habe ich hier schon... Ja, guck, wo ich schon bin. Das könnte schon reichen. Nee, warte mal, ich mach jetzt hier gerade. Alter, was baue ich hier gerade hin? Ich baue gerade voll was Krasses hier hin. Weg da! So, machen wir das hier oben. Und Sprung! Ja, ich hab's! Alter, das war ja voll leicht. Einfach nur drei Fässer übereinander. Nee, warte, ich baue auf jeden Fall noch ein paar Fässer, weil ich bin gerade noch dabei, hier zu bauen. So, ein. Du brauchst ja voll langsam! Und jetzt, pass auf, jetzt kann ich noch die Leiter dran machen. Du Rentner, du brauchst ja 10 Jahre. Hallo. So, hoch da jetzt. Alles. Und jetzt kann ich hier hochklettern und rüberspringen. Ja! Was noch von hier? Nicht schlecht. Muss einfach nur hochspringen. Oh, ich dachte gerade, ich brauche noch ein Fass. Ne? Das wäre echt was gewesen. Oh, das wäre es auch gewesen. Das wäre echt was gewesen. Guck mal, ein Pogo-Stick. Wie jetzt? Komm, boink, holen? Boink, boink. Für 300 Robux. Ist ja übelst teuer. Ich würde sagen, ich hole mir den Pogo-Stick. Was? Ja, warum soll ich kaufen? Ui. Lol, wie cool. Wow. Okay, ich fliege damit mal. Jau. Der Pogo-Stick ist voll blöd. Du bist direkt in die Lava gefallen. Ja, ich weiß. Ich bin... Das war mal ein gerader Sprung in die Lava. Ich dachte, der verschwindet, aber er verschwindet doch nicht. Mach jetzt ruhig da vorne. Guck mal, Juri, Hüpfelkarl. Wow! Guck mal, boing. Und guck mal, da oben ist nicht jetzt erst die Skelette da oben in dem Gefängnis. Ich weiß, hier sind überall so Skelette im Gefängnis. Okay, Alter. Oh mein Gott, ich darf den Pogo-Stick aber nicht benutzen. Schaffst du auch direkt bis zum... Ah, das ist ja langweilig. Na klar, guck doch mal. Jetzt glaube ich auch direkt geschafft bis zum Ufer. Alter, wie weit du da bist. Der Pogo-Stick ist schon richtig krass. Der ist schon richtig cool, muss ich sagen. Ich glaube, den wirst du später nochmal gebrauchen können, würde ich sagen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Oh mein Gott. Was? Extrem gefährlich. Hashtag 483633. Was ist das denn für ein Code? Denkst du, das könnte der Code sein, um jetzt gleich die Tür aufzumachen oder so? 483633. Davon, warte. Davon mal. Mach dir mal bloß ein Foto. Mach mal bloß ein Foto. Bild gemacht. 483. Okay, jetzt können wir es so machen. Dass wir jetzt hier reingehen. Oh Gott. Ja. Was ist denn das jetzt? Und. Oh Gott, warte mal, das Auto? Was kostet das? Das Auto kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr als 400 Robux. Ja, also aber ich glaube, wir können gleich mit dem Auto fahren. Warte mal. Nein, ja! Oh! Nein. Nein. Was ist das hier? Das sieht. Dunkel, gar nicht gut aus, Kaspar. Ich hasse die. Wieso leuchtet das hier rot? Oh Gott, hinter uns! Hinter uns! Alter! Was ist das denn? Bin ich jetzt richtig gelaufen? Du bist, glaube ich, den falschen Weg gelaufen. Nein, das ist direkt hinter mir, Kaspar. Bei mir auch. Das ist ganz nah an mir dran. Da, oh mein Gott, hier lang. Ja, ein Pfeil. Bist du hinter mir? Ja, ich bin vor dir. Wie, du bist vor mir? Ne, jetzt bin ich hinter dir, ja. Oh mein Gott. Ey, der ist ein Millimeter hinter mir. Direkt hinter mir, Kaspar. Nein, der hat mich in der letzten Kurve. Oh, muss ich hier rechts? Ja, ich muss hier rechts, glaube ich. Oh Gott, was war das denn? Ey, es ist voll dahinter mir immer noch, Kaspar. Ey, du musst aufpassen. Weiß, das Ding ist übelst schnell. Ich weiß, warte, ich habe aber meinen Pogo-Stick. Boing. Geh nochmal jetzt hier, so, komm schon. Haha. Ha. Oh nein, alles gut, kommt. Schön weglaufen. Ey, ich hab's geschafft. Ja. Okay. Hast du echt? Ja, ich bin von dem Typen entkommen. Okay, sehr gut. Und hier geht's mega tief runter. Hier muss man richtig aufpassen. Ne? Wenn du jetzt hier runterfällst, dann war's das einfach mit dir, ne? Oh, was so? Was hast du gemacht? Ich bin auf dem Boden. Ich stand gerade kurz auf dem Boden. Also irgendwas ist gerade passiert. Irgendwas war gerade auf dem Boden. Okay. Ich weiß auch nicht, was es gerade war. Du musst aufpassen, wenn du hier gleich über das gelbe Feld drüber läufst, dann wirst du richtig, richtig schnell. Ich will die 15 Euro nicht verlieren. Welches gelbe Feld jetzt hier? Aha. Hey, das waren 50 Euro, nicht 15. Das waren noch 5 Euro, so, oder nicht? So, und jetzt. 3, 2, 1. Denker springt. Nein! Ich bin quit. Aber nochmal, ab jetzt. Ja, okay, dann machen wir auf jeden Fall. Ja, wer zuerst drauf geht, 50 Euro in die Kasse, ne? Oh mein Gott, du musst da den Boost mitnehmen. Alter, der Boost. Der Boost hat mich voll geboostet gerade. Ich fühle mich hier gerade wie bei Tony Hawk oder so. Ja, ich mich auch. Und skaten. Alter, das war knapp. Übertrieb. Der ist knapp hier. Oh. Alter, der war knapp gerade hier. Alter, wie weit? Warte, pass auf. Ey, du bist fast reich. Hast du schon mal so einen coolen Sprung gesehen? Super. Warte, ich habe ihn nicht gesehen. Komm runter hier. Oi. Wow. Alter. Warte, zum Glück habe ich meinen Pogo-Stick. Ja, 50 Euro für mich. Ich dachte, ich spring nicht so hoch. Mann, das hätte ich dir doch vorher sagen. Guck mal, da steht schon wieder ein Code. Alter, wir könnten einen Helikopter... Wie, wo steht ein Code? Da oben, hier über der Zelle. Oder ist es die Zellennummer? Der muss natürlich erstmal ganz kurz fotografiert werden. Mach mal bloß ein Bild.
Wer ist fotografiert? Ist hier noch irgendwen, den wir befreien können? Nee, oder? Geheimes Abzeichen irgendwie? Nö, auch nicht. Anscheinend nicht, leider. Naja, gut. Aber immerhin ist es auf jeden Fall gerade Tag draußen. Oh ich, Gott. Oh, da, ich hier bin ist auch nicht. Nee, das ist auch leer. Ja? Ich dachte gerade, da ist jemand. Also, bisher musst du mir ein bisschen Geld geben, würde ich sagen. Hallo? Ne? Erstmal jetzt hier vorsichtig an den ganzen Bärenfallen vorbeilaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Oh mein Gott, was ist das denn? Da sind ganz viele das? Polizeiroboter, die auf uns aufpassen und so, ne? Ja. Ich weiß fast gar nicht, was da der schlauste Weg ist. Einfach straight durch, Augen zu. Kriegst du mir 5 Euro, wenn du immer einen berührst? Nein, nein, nein. 5 Euro. Was ist das hier? Wir können zurückgehen, oder was? Nee, umdrehen. Wir sollen umdrehen. Er sagt, war nur ein Scherz. Du kannst nicht mehr. Wie, wir können nicht mehr? Noob? Ich bin doch voll fit noch, sag mal. Der nennt uns was einfach für Noob. Was soll das denn heißen? Wieso, was soll das? Wo sind wir jetzt? Oh mein Gott, voll die Profis hier mit den ganzen Teilen. Das ist hier schwer, das ist hier schwer. Ich sehe das schon. Denkst du, es ist schwer, ja? Ich glaube, wir müssen unten auf die Röhren drauf. Ja, oh, das glaube ich auch. Dann springen wir vor. Okay, soll ich mal runter hier? Also ich glaube, wir müssen unten und dann irgendwie in die Wand rein oder sowas. Ja, ne? Genau, ja, müssen wir. Okay, ich guck mal. Ah! Ich wollte nur so tun. Ich wollte nur so tun. Ich kletter mal in der Zeit an die Leiter hoch, ne? Alles entspannt, Kasper. Ja, ich wusste natürlich, dass es da vorne weitergeht. Aber ich wollte mal ein bisschen, ja, ich wollte so tun, als würdest du denken, dass wir... Da läuft die kleine Ameise, ne? Das glaube ich nicht. Nein! Das glaube ich nicht! Nein! Und zu mir Karma sagen, aber weißt du? Ich bin hier oben. Alles entspannt. Ich bin hier oben. Oh. Oh Gott. Also wirklich, wie schlecht bist du? Ey, das war außer Sinn. Was ist denn heute mit dir los? Ich wollte nur testen. So. Du wolltest wohl eher mal danach treten und nach den Stangen. Ja, ich wollte auch also gucken, ob man wirklich auf die Teile rauf konnte. Ich konnte nicht. Ja, so und? Kann man das? Zweimal? Boing, boing, zweimal boing. Probieren. Oh mein Gott! Oh! Hilfe! Alter, ich bin hier. Oh mein Gott! Oh. Die Rutsche! Wow. Wow! Wow! Oh mein Gott, ich bin gerade fast rausgeflogen hier. Alter, was war das gerade? Hey, das war gerade eine Monsterkugel, ne? Kann ich mir jetzt hier einfach runtergehen? Nein, oh mein Gott. Okay, schnell. Weiter. Komm zum weiter, anderen Loch, Kaspar. Schnell zum anderen Loch. Ich komm. Du wirst draufgehen, Oh mein Gott! Glück gehabt, gerade so, auf gerade jeden Fall. So. Okay, nächste, das war echt gerade so, ne? Wenn man sich was traut, hat man zwei! Okay, ey, ich mach's doch verrückt. Noch nicht. Man wird niemals zwei schaffen, Kaspar. Ja, du hast recht. So, lieber hier drin bleiben. Oh! Spaß! Oh. Dachtest du schon, ne, dass ich jetzt hier drauf gehen werde? Oh mein Gott. Was ist denn Nein! Ja! Was, wie du noch gewartet hast du auf unkorrekt? Du wurdest voll zerfetzt. Aua, jetzt muss ich das normal machen. Mal, ja, mach du mal normal. In der Zeit werde ich mal jetzt mal ganz kurz hier das geheime Abzeichen holen. Nein, was für ein geheimes Abzeichen. Und ich hab's. Das ist hier in so einer Wand drin. Immerhin sagst du korrekt, wo es ist, ne? Das hätte ich nicht sagen sollen. Das war ja richtig doof jetzt von mir. Selbstschuld. Okay, dann war die auf jeden Fall hier hinter den Lasern. Runter! Oh, Alter, war das mal gucken, ob du jetzt das geheime Abzeichen finden kannst. Du hast gesagt, hinter der Wand. Also muss das doch hier irgendwo... Es gibt gar kein Abzeichen. Wie du geguckt hast. Es gibt gar kein Abzeichen. Na gut, okay. Da hast du mich erwischt. Habe ich dich ein bisschen dran bekommen, ne? Musst du schon sagen. Okay, nicht schlecht. Bisschen die Laser hier? So, die Laser haben wir jetzt auch überstanden, was auf jeden Fall auch... Was ist das hier jetzt hier? Komisches Ekelteil, ey. Ey, das ist so ein Spinnennetz. Ja, da würde ich ganz, ganz außen dran vorbeilaufen. Ja? Oh nein. Du Angsthase, guck mal. Ich sehe... Was ist da? Ich bin eins mit der Spinne. Als wenn du dich das traust. Ja doch, natürlich traust. Ich bin eins mit der Spinne. Hier kann man nochmal ein bisschen Fokus stick. Warte, pass auf. Okay. Ui. Oh, das traust du nicht. Das schaffst du nicht. Ui. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh, jetzt muss ich ein bisschen zusehen hier. Wow. Ey. Mann, du hast eine weggemacht. Das ist eine weggemacht. Warte, ich schaff's jetzt hier. Kein Problem, Kaspar. Ich bin... Pogo-Stick-Experte. Zeig mal, wie krass du bist. Oh. So, hier rauf. Ey, die haben alle RPGs. Warum haben die RPGs hier? Das haben die sich gekauft da. Das haben die sich geholt. Nee, hier kann man sich RPGs schnappen. Ach so. Hä? Eliminiert 0 von 30? Warte mal. Lass mal ganz kurz hier das RPG nehmen. Leute oder was? Was ist denn jetzt hier? Ich habe jetzt die RPG. Irgendwas passiert. Oh mein Gott, Roboter. Boom. Ein Spinnenbaby. Bam. Weg. Alter, kleine Spinnenbabys. Oh mein Gott. Weg mit dir, du Blöder. Schnell, was ist das denn für ein Teil? Alle eliminiert. Hinter mir. Hier, rot, grün. Oh mein Gott, die sind Bam, grün. Die sind direkt hinter mir. Schnell. Oh mein Gott. Denk dran, alle zu eliminieren, Kaspar. Die holen dich One-Hit. Pass auf. Ich weiß. Du musst richtig aufpassen. Oh, ich bin draufgegangen. Nein. Zack. Ich probier's jetzt nochmal hier. Komm schon. Bam.
Oh mein Gott, euch hier blöden Roboter! Wir fehlen noch sechs Stück. Noch sechs Stück. Sechs Stück nur noch? Sehr gut. Vier. Ey, man muss von vorne anfangen, wenn man drauf geht. Und die letzten. Eins und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war knapp hier. Ich hab alle eliminiert, Kaspar. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt? Mir fehlen jetzt noch 15 Stück. Oh. Boah, schnapp sie dir. Bei mir ist gerade so ein Tor runtergegangen. Ne? Wenn, wenn Gott, du alle eliminiert hast, ab hier. Geht da so ein Steintor runter. Zwei. Ja. Eins und geil. Okay, dann kann es jetzt hier mit mir durch das Tor durchgehen. Tschut, und jetzt können wir hier in den Zug. Oh Gott, der Zug sieht aber gar nicht cool aus. Und ich kann ihn hier starten. Oh mein Gott. Alter. Mach ruhig da. Yo. War doch nicht so schnell hier, sag mal. Fest. Ich halte mich hier ganz doll fest. Wieso sind da Spikes vorne dran? Wieso? Was meinst du, Spikes vorne dran? Was heißen die Spikes? Wow! Alter! Wo sind... Das bin ich! Und das bist... Und hier bin ich! Vielen Dank, Jungs, dass ihr so viel gespielt habt. Oha! Hey, wir haben es geschafft! Guck mal, die Roboter sind jetzt nett geworden. Ey, die sind echt nett geworden. Und hier hinter dem geheimen Raum haben wir einfach Schnelligkeit und Springen. Lol. Und eine rote Spur. Wubi! Aber jetzt ist mein Pogo-Stick voll nutzlos. Jetzt kann ich mit dem gleich hochspringen. Selbst schuld. Ui. Voll gut, Kaspar. Sehr gut. Du wirst diesem Gefängnis nie entkommen können. Ey, Mann. Verdiene deine tausendjährige Strafe. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sag mal, was machst du denn hier, Kaspar? Du bist auch im Gefängnis? Guck mal. Ja, was? 1000 Jahre bin ich im Gefängnis und guck mal auf den Boden. Da sind überall Käfer und so eklige Überall so Kakerlaken und Käfer. Ist ja eklig. Oh nein. Ja, wir müssen hier heute entkommen. Wir haben nämlich 1000 Jahre Strafe bekommen, Alter. Ich, warte mal, ich habe euch hier locker irgendwie zwischendurch... Hey, hier war eine goldene Handschelle. Eine von 10, die wir gefunden haben. Ah, wir können hier oben raus. Guck mal, hier. Ja. Was steht da? Polizei, er hat Gewässer darunter befallen. Oh nein, hier ist irgendwo ein Polizei. Wir können hier auf jeden Fall nicht runterdrinksen. Nein, nicht locker hier. Einfach. Oh mein Gott. Was? Ist das eine Handschelle? Nee, da ist keine Handschelle. Aber jetzt kommt es auch nicht mal hoch. Oh, okay, doch. Okay. Natürlich. Ja. Profispringer, weißt du doch. Ich glaube, runtergehen können wir schon mal nicht, weil da ist halt dieser blöde Hai. Ja. Du willst halt trotzdem einfach, ne, zum neuen Gehen. Ja, kann sein, dass da eine Handschelle ist, die wir übersehen oder so, weiß ich das? Nein, wir werden heute alle 10 finden, keine Sorge. Ey, das ist Rainbow Friends türkise Monster hier in der Zelle. Wie redest du denn da, ey? Ist hier in der Zelle, guck doch, guck rein. Säure ist schlecht für deine Lungen. Guck rein, wenn du mir nicht glaubst, guck da rein. Ist doch nicht, ich hab eben schon geguckt. Bro, hier in dieser Zelle, das, ich schwöre dir wirklich auf alles. Ich geb dir 100 Euro, wenn da jetzt das nicht ist. Guck, hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt? Oha. Hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt? Ist das von Rainbow Friends oder nicht von Rainbow Friends? Das ist von Rainbow Friends, Das ist voll das krasse Gefängnis, da sind voll die krassen Monster eingesperrt. Ja, okay. Das aber wir sind auch eingesperrt, also wir sind doch aber keine Monster. Wir sind einfach genauso auf dem gleichen Ebene wie Monster. Entleere die Säure, um ausgewöhnlich zu werden. Außergewöhnlich, okay. Warte mal, hier kann man dran drehen. Dann fährt es locker runter, die Säure. Ja. Ah, und jetzt? Okay, sehr gut. Das ist sehr gut. Oh, hat aber noch nicht so gemacht. Nur noch ein bisschen mehr, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ach, da muss man auch noch drehen, oder was? Okay, warte. Genau, hier vorne auch nochmal. So, zack, und? Ich habe eine Theorie vielleicht, wo jetzt nicht eine Handschelle verbergen könnte. Hä? Da fehlt immer noch. Wie jetzt? Also, immer hier noch fehlt nochmal, hier fehlt nochmal, hier fehlt nochmal. Ah, okay. Ah. Und drehen. So. Drehen. Und jetzt geht das ganze Ding runter. Yo. Glaubst du, hier ist noch eine Handschelle versteckt irgendwo? Ich glaube, pass auf, ich weiß, wo noch eine Handschelle versteckt ist. Pass auf, komm mal mit hier. Ich habe nämlich eine Idee. Ja. Weil wir mussten ja hier eben, aber ich glaube, es ist der Raum jetzt. Ah, nee. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall weitergehen. Lock. Wir sollen hier wieder zurückgehen? Wie sind wir denn überhaupt weitergelaufen? Ja, wir mussten das ja denken, die Ventile, das müssen wir das ja abschalten. Ach so, war das ja Albatros, Inselgefängnis, wir sind einfach Albatros, wir schützen Leben vor dir. Oh mein Gott, warte mal, ich kann hier was aussammeln. Da war ein Knopf hinter. Ach so, den muss ich auch finden, um die Tür aufzumachen. Okay, macht Sinn. Was glaubst du, Hausmeisterschrank? Oh mein Gott. Um die Wasche, in den Schlüssel, okay. Wir müssen um die Wache, was redest du denn da? Ah, mein Gott, ich kann nicht richtig lesen. Pass auf schnell. Hihi. Oh Gott, ich hab den Schlüssel. Ja, ich auch. Ich hab den Schlüssel. Okay, oh mein Gott, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hey Bro, jetzt hat er mich erwischt, Bro, weil du mich eingebackt hast. Oh nein, Hilfe. Hilfe. Okay, ich hab den Schlüssel jetzt. Ich muss das jetzt noch schnell jetzt hier dingsen. Aus dem Weg. Schnell hier, reindrücken. Du Werter. Ja. Hab ich die Handschelle? Ja, hab ich. Okay, so. Hä? Zack. Ach so. Also ich dachte, was war das jetzt? Okay, ich habe die Tür aufbekommen. Ah, oh mein Gott, was ist denn hier oben? Muss man nach oben oder was? Nein, du musst nicht nach oben. Du musst durch die Tür, durch die goldene Tür. Wir sind ja noch voll die... Hier ist eine Handschelle. Da ist keine Handschelle. Hier sind voll die Monster gefangen.
Was redest du denn da? Da oben, sammel doch ein. So, also wenn da jetzt die Tür, die kann man aufmachen. Wenn da jetzt okay, keine Handschelle ist, ne? Dann gibt's richtig Ärger. Dann gibt's richtig. Es ist ja einfach nichts. Okay, aber hier kann ich hier die Monster sehen. Das ist ja cool. Hier kann ich. Was war das? Was war das? Hast du gekauft? Was für gekauft? Oh. Hast du was gekauft oder wieso bin ich drauf gegangen? Nein, hast du gekauft. Okay, hier vorsichtig. Okay. Musst du aufpassen. Ja, weiter hier durch den Lüftungsschacht da, ne? Ich weiß, durch Lüftungsschacht. Jetzt hätte ich es hier nicht leuchten gesehen. Ja, das habe ich auch leuchten gesehen, ne? Das habe ich auch leuchten gesehen. Oh, ich habe es hier nicht mal bekommen, so. Ja? Okay, ich hab, jetzt habe ich 3 von 10. Ah, was für 4 von 10. Okay, dann gehen wir mal durch. Okay. Checkpoint auf ganz entspannt. Ja, aufhauen hier, so. Und, wow. Alter, okay. Krass hier, so Lava überall. Das sieht echt richtig verrückt aus hier, ne? Du musst da runterspringen. Hier runterspringen. Das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben, dass du das gekauft hast. Was? Hä? Ich kann nicht glauben, dass du dir so ein Gewehr geholt hast. Hab ich nicht. Was kostet das, hä? Wie viel Robux hast du bezahlt für sowas? Ich glaube so ein bisschen nur. Boah, ich sehe, dass ich in einer Minute ein Gratis-Item bekomme. Wow. Ehrlich? Ich in 15 Minuten. Haha, das siehst du mal. Ja, aber dann komm jetzt hoch hier. Wir müssen weiter, beeil dich. Wir müssen aus dem Gefängnis ausbrechen. Okay, sehr gut, so, korrekt. Sehr gut. Optimal hier. Bitte nicht runterfallen, kannst du bitte aufhören, mich zu blockieren. Danke. Ich blockiere dich doch nicht, ich bin vor dir. Oh! Ey Mann, dieser blöde Feuerball. Der kam einfach so richtig aus dem Nichts Ich wurde erwischt wieder, Bro. Was ist das? Also du schon wieder erwischt wurdest. Okay, jetzt hier. Vorsichtig und den Checkpoint. Sehr gut. Bro, ich werde die ganze Zeit erwischt, Mann. Was machst du denn da? Bist du richtig schlecht oder was? Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe ja was ausgetestet. Du bist völlig neben der Spur. Ja, ich habe was ausgetestet gerade, Digga. Deswegen. Was hast du ausgetestet? Okay. Ja, nichts. So, Checkpoint. So war eine Handschelle irgendwo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, was? Wo bist du denn jetzt? Wie so eine Handschelle? Was machst du? Ich bin mitten im Nirgendwo gerade. In der Kanone, mit der Kanone? Oh! Wo bin ich, okay. Kaspar? Ich sehe mich nicht. Wo bist du? Bist du hier irgendwo? Ich bin irgendwo gelandet. Oh, was ist denn hinter mir, du Pranker. Geprankt. Was ist im Mülleimer drin? Nee, oder? Nein. Nee, aber guck mal, wie der eklig. Von dem sind wir schon weggelaufen, das ist der Bulli. Der Händler, der Mopper. Der ist jetzt im Gefängnis gelandet. Alter, ein anderer wirft mit Basketball auf mich. Oh Gott. Unser Sportlehrer. Oh Gott. Ja, du musst echt lauf. Lauf so schnell wie du kannst. Hau ab, Kollege! Hau bloß ab jetzt hier! Alles gut, ich hab's reingeschafft. Drück die Taste, um den Weg zu öffnen. Ja, das. Easy. Jetzt geht dann die Laserstrahlen weg, sehr gut. Ganz entspannt, optimal. So, hä? Wie kann man so drauf sein? Was ist denn jetzt passiert? Wie kann man so drauf sein, Digga? Hä, was ist denn da passiert gerade? Na gut, wenn du so sagst, mach ich so. Ey! Was machst du? Nein! Also dachtest du wirklich, du könntest meinem Gefängnis entkommen? Im Vergleich zu den anderen Monstern ist das ganz einfach. Oh, Kaspar, schnell! Bald dich! Sauber machen! Oh mein Gott, warte mal! Ich bin unsichtbar! Ah! Nein, der hat mich gleich! Wie, du bist unsichtbar? Was hast du denn gemacht? Ich bin unsichtbar, ich gehe auch nicht mehr wieder normal sichtbar! Hallo, bitte! Ich muss es in unsichtbar spielen! Okay. Warte. Das war schwer! Ich schaff's aber trotzdem, ich hab alles sauber gemacht. Meine Tür ist auf jeden Fall auf. Ich geh raus, ich geh durch, okay. Okay. Er kommt nicht hinterher, was auf jeden Fall echt sehr, sehr gut ist. Das wäre sonst. Ich muss meinen Charakter zurücksetzen, so. Bisschen schwierig. Ich bin immer noch unsichtbar! Tja, hast du selber Schuld, wenn du so. Bro, so was ist das? Ja, ist voll verbuggt, Digga, ich bin immer unsichtbar jetzt. Jetzt! Au! Jetzt aber guck mal, jetzt hab ich. Ich kugel mich da rum, aber ich bin immer noch unsichtbar, Digga. Tja. Dafür kann ich ja nichts. Ja, ich muss es jetzt unsichtbar spielen. Wo bist du? Oh, ich bin schon oben durch, ich bin schon oben raus. Wie doof bist du denn? Du hast dein Dings übersehen. Nein! Nein, als ob, war Digga. Da wirklich ein? Auf diesem Ding, ich werde 6 von 10. Wie warst du? Ich habe auch 6 von 10. Hast du eh nicht. Doch, habe ich. Hast du es eingesammelt? Doch, gerade geholt, ja. Gerade geholt. Alter. Okay, Glück gehabt. Ich bin raus. Ich muss jetzt ein First-Person spielen, glaube ich. Komm mit mir zu einer Tee-Party.
wenn du drin sein möchtest. Okay. Au, Bro, wieso erwischt mich das die ganze Zeit? Wir müssen schnell zur Teeparty, Kaspar. Ich komm. Das sind ganz sicher. So, alles richtig gut. Schnell, beeil dich, Alter, bevor da irgendwas passiert. Oh. Oh mein Gott, Alter. Ohne Witz, ey. Hättest das du nicht gelacht, Bro? Hättest natürlich, das habe ich doch mit Absicht gemacht. Sonst ich weiß, weil du ich muss dir jetzt zweimal sagen, du hast jetzt schon zwei Stück verpasst, ne? Nein, nicht, ey. Unkorrekt. Richtig. Ey, dann schubst du mich dafür, schubst du dich auch runter. Au! Was soll denn das? Na gut. Ey, man weiß, ich weiß einfach, dass jedes richtig ist, obwohl alle leuchten. Ich bin wieder unsichtbar, Digga. Yeah, was Mano, ich muss aber unsichtbar spielen, okay. Finde eine Abdeckung, um durch die Laser zu gehen. Aha. Geil, ich hab hier so eine Box. Oh mein Gott. Nein. Lol. Ich bin unter einer Box jetzt, da ist keine Handschelle. Da unten um die Kurve rum. So, endlich mal geschafft, denn diesen blöden Lollis vorbei. Checkpoint. Bro, ich bin einfach immer noch unsichtbar, dabei will ich es gar nicht mehr sein. Au. Oh. Okay, ich spiel's in First Person. So, und wo hier muss ich lang? Person? Hä, wo muss ich denn lang? So, an diesen Lollis musst du vorbei. Gott. Jetzt. Okay. Jetzt. So. Okay. Okay. Hier geht's weiter, dann ne? Dann müssen wir oben in so einen Lüftungsschacht rein, oder was? Wo bist du denn jetzt hin? Hä, ich bin schon über den Kakao hier rüber. So. Über den Kakao rüber? So, und jetzt bist hier oben in den Schacht drin? Ja, ich geh gleich rein. Hä? Ja! Du hast es nicht gesehen! Du hast eine Handschelle übersehen! 8 von 10 in der Tasse. Ich bin nicht blöd. Hä? Okay, nicht schlecht. Hör auf, Digga! Ich muss wieder nur anfangen hier. Dafür, dass du es mir nicht sagen wolltest. Bro, ich wusste nicht, dass du. Ich dachte jetzt nicht. Okay, dann folgen wir mal dem Weg. Ich hab Katzen-Item. Ehrlich? Laser! Oh nein. Ein Geschenk für mich? Ich komm unsichtbar an. Ich hab eine Schere. Lass uns. Ey! Ja, getastet! Lass uns eines Tages wieder spielen, steht da. Oh Gott, wollen wir das wirklich machen? Oh, wir können mit der Schere jetzt die Schleife aufschneiden. Von der Teeparty. Komm mit mir zu einer Teeparty, wenn du drin. Oh mein Gott. Ah, jetzt geht das. Oh mein Gott. Oh! Yo. Du dachtest wirklich, du könntest aus dem Gefängnis entkommen, oder? Oh mein Gott, ich hoffe, du hast so die Handschelle eingesammelt davor noch, ne? Vor der, Hey, warte noch eine? Es ist Zeit, zu deiner. Ja, es ist Zeit, zu deiner Zelle zurückzukehren. Niemals. Okay. Eine. Ja, natürlich. Oh als ob du die nicht gesehen hast. Nein, da war wirklich eine? Ah, hey, Bro, schlecht. Nein, macht keinen Spaß. Oh mein Gott. Oh Gott, hey, das Schießen. Geht einfach nur. Taser! Schießen! Bam! Oh Gott, okay. Okay, alle Gefangenen freilassen, geht das? Ich habe ihn sowas von geholt gerade, ne? Hey Bro, bei mir habe ich nicht mal was in der Hand. Ich feuer jetzt einfach gerade mal auf den. So, okay, warte, ich lass gerade alle Gefangenen frei. Bam, 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 alle Gefangenen freilassen. Ich habe so ein Gefühl, dass da noch eine Handschelle war. Hey. Oh mein Gott. Okay, oh jetzt? Mein Gott, die ganzen gruseligen Monster werden alle freigelassen. Oh nein. Höh. Oh nein. Yo! Guck lieber, ob da noch eine Handschelle ist, wo man schießen kann. Da war keine, halt war keine. War keine. Sicher. War keine. Ich habe geguckt, ich habe alles, was ich gesehen habe, hab ich keine mehr gesehen. Ich bin da, ich okay. bin da. Bro, ich will nicht mehr Geist sein, Mann. Du musst hier Yibi. Nicht mehr. Ich fahre hier runter! Bro, wie kommst du denn da rübergekommen? Wie bist du denn da rübergekommen? Mit der Zipline! Mit der Zipline! Ah, juhu! Die unsichtbare Zipline! Yeah! Oh mein Gott, du musst hier einfach reingehen, da ist das Ding. Da ist die. Was? Da ist die Handschelle in der Tür. Wo ist die Handschelle wirklich? Sag jetzt! In der Tür! Sicher? Sie ist doch offen! Oh mein Gott, du hast recht! Ja. Ich komm da gar nicht rein. Ach, Junge, du Pranker. Ich sehe eine Handschelle. Ich sehe eine Handschelle. Wo denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, no way. Ich guck grad wo. Die hast du nicht gesehen, 9 von 10. Gut, zack. Ich hab auch schon 9 von 10. Herr, wo ist denn jetzt die letzte? Hä, wieso hattest du denn, wieso hast du jetzt 9 von 10? Weil du es eben übersehen hattest, die eine. Wo ist denn die eine? War da wirklich eine? Wo ist denn jetzt die eine, Kaspar? Dann sag ich dir auch nicht, wo die letzte ist. Nö. Oh mein Gott, hier in der Ecke. Mann. Die Dunkelheit wird alles verzehren. Mann. 10 von 10. Ey, Bro, ich hab das wirklich übersehen. Ultimativer Sammler.
Wie jetzt? Als wenn ich wirklich einen übersehen habe. Ist ja wirklich peinlich. Mann, wie bitter, Alter. Egal, ich fahr mit dem Boot schon rüber gerade. Okay, ich nehme auch das Boot jetzt hier. Zur Rettungsinsel, wo wir in Sicherheit sind vor diesem gruseligen Kopf. So, warte, ich fahr jetzt auch gerade mit dem Boot dahin zur Insel. Nee. Au, ich bin runtergesprungen, Bro. Warum denn? Ich bin wieder sichtbar. Na endlich. Nach 3000 Jahren bist du sichtbar. Bro, wir haben es geschafft, Junge. Ist hier noch irgendwo eine Handschelle? So eine Bonushandschelle oder so? Nein, du hast da schon 10. Ich habe auch nur 9 von 10. Hä? Du hast gar nicht alle? Wie können wir denn da einen übersehen haben? Bro, wie wir immer über einen übersehen? Leute, schreibt mal in die Kommentare, wo war die letzte Handschelle? Die muss locker hier um die Ecke sein oder sowas. Locker ist die jetzt um die Ecke oder so. Safe nicht. Die muss hier noch sein. Aua. Ich guck doch mal. Die muss hier sein irgendwo. Hier, das kann nicht angehen. Wir haben überall in jede Ecke geguckt. Ich weiß. Locker bei dem Pulli. Ne? Locker bei dem einen Typen. Bei welchem Typen? Ja. Oder irgendwie oben drauf oder so. Warte mal, kann man sich irgendwie so ein Dings holen? Ich guck gerade hier. Das kann doch nicht sein. Ey, Bro. Als wenn du auch nicht alle hast. Ich dachte, du hättest jetzt alle. Hier in der Ecke? Pranker. Oh mein Gott, hier unten. Oh, ich dachte gerade schon, dass wir jetzt keine mehr finden. Nein, Mann, wir haben sie nicht gefunden. Mano. Wo sind wir denn hier, Kaspar? Das sieht krass aus, guck mal. Das sieht ja echt richtig krass aus. Hö? Das sieht ein bisschen aus wie bei meiner Oma. Guck mal, hier ist auch ein Bild von ihr. So ein Schokoladenbild. Das sieht ja richtig komisch aus. Okay, weißt du was? Komm, lass mal hier langlaufen, okay. Schnell. Nicht, dass deine Oma jetzt hier noch irgendwelche verrückten Sachen gleich macht. Ach, so, ne? Mano, Bro, Oma, was machst du denn? Als ob du, bevor du den ersten Checkpoint bekommst, schon draufgegangen bist. Oh mein Gott, war so wieder knapp gerade. Wie schlecht war das denn von dir? Gar nicht schlecht. So, das war ja richtig schlecht. So, zacka. Okay, da kommst du auch geschafft, ne? Guck mal hier. Sehr gut. Tatsächlich, guck mal, wir sind bei Oma. Da ist Granny. Die läuft da schnell, beeil dich. Wo ist sie? Oh mein Gott, da ist sie, Oma. Da quietscht sie rum. Oh Gott, ich wurde geprankt hier, ich wurde geprankt mit dem Bild. Alter, die kann ja sogar die Treppen hochgehen. Was ist denn das für eine Psycho, Oma? Oma, ich mag dich nicht mehr, Oma. Ich mag deine Plätze nicht. Oh, oh. Oh Gott. Alter, das Ding ist, sieht so aus, als hätte Granny ein paar Fallen angelegt, um uns... Oh Gott, wir können jetzt nicht mehr zurück, ne? Ey, und das nur, weil Oma auf einmal so verkauft hat. Alter, hier sind auch Fallen, sehe ich gerade. Sag mal, hast du heute die Challenge, dass du bei jedem Checkpoint draufgehen musst, oder was? Gar nicht, hör auf sowas zu sagen. Ich bin Also echt. Das ist einfach nur mit Glück durchgelaufen. Mehr war ja, das nicht. Ja, wahrscheinlich. Dann machen wir mal ein bisschen. Bro, das ist doch nicht so easy, wie es aussieht. Na, hast du jetzt den Checkpoint auch nochmal mitgenommen, wo du drauf gehst? Sehr gut. Bro, wieso fällt er denn auch einmal direkt wieder runter? Ach, jetzt neue Challenge, jetzt machst du zweimal drauf gehen pro Checkpoint. Bro! Ey, hier sind Bärenfallen, du musst aufpassen, ne? Warte. Guck, das ist so ein Prank-Ding. Das ist so ein Prank-Ding. Das ist auch noch so ein Loch. Das ist ein Prank-Ding. Boah, war das knapp hier, Alter. Okay, hier auch noch? Hier kann man einfach außen lang, oder? Und die Tür öffnen. Los. Oh, was geht hier ab? Okay. Öffnen. Boah, das sieht krass aus. Okay, rechten oder möchte links? Nicht. Das, ich glaube, ich nehme rechten Weg. Rechten Weg, ja. Okay. Oh nein. So. Was ist das denn? Was ist da? Hier liegt ein Messer oder sowas. Ein Messer? Neifeld, was ist das denn für ein Abzeichen? Lol. Was lachst du denn da? Da liegt doch ein Messer. Ist doch kein Messer. Das ist ein Lichtbug. Unglaublich. Okay. Dann trinke ich halt jetzt kurz was. Ah, bist du wirklich. Mann, okay, kann man ja nicht ahnen, Bro. Ich bin noch nicht ganz da. Weiter mit dem Schlechtsein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, du wirst so drauf gehen. Du wirst safe drauf gehen. Oh mein Gott, du hast recht. Ja. Nein! Und es war so logisch. War ein Scherz. Weil ich der Obby-King bin! Yay. Du bist aufgegangen, wie schlecht! Ey, gar nicht! Natürlich! Ah! Wie schlecht! Ich wusste es! Zack! Woohoo. Und zack! Alter, man ist immer noch voll schnell, ne? Ja, man muss ein bisschen mitdenken. So, ich hab's! Alter, echt ein krasser Obby, muss ich sagen. Ja, komm rein. Hier, guck mal, müssen hier den Schirm noch graben. Du musst jetzt. Oh mein Gott, schnell nach unten graben. Grab die nach unten. Oh, was jetzt? Oh mein Gott. Das ist Omas Verlies. Oh mein Gott. Was ist das für versteckte Stacheln? Da kamen gerade diese Stacheln raus, ne?
Na, willst du draufgehen nochmal? Okay. Oh mein Gott, lieber nicht. Wenn man die berührt, dann kommt die einfach rausgefahren. Wollten wir schon sagen. Du musst auch aufpassen auf die Morgensterne, Kaspar. Die können einen richtig runterhauen. So richtig verrückt runterhauen. Hä? Oh mein Gott. Green Light? Also echt, was laberst du denn da jetzt? Was kriegt man hier die ganze Zeit? Das kriegst du nicht, oder was? So, vorsichtig. Okay. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Alles gut, geht's weiter? Muss auf die Schiebeplattform springen. Das ist ja cool. Easy, gar nichts los. Oh nein, das hätte man gar nicht schaffen können. Easy, natürlich. Der Laser ist in dem Moment so richtig komisch gewesen. Wie kann man so schlecht sein? Ja, weil nur weil mein Laser anders war als deiner. So. Ja. Oh. Nein, Mano. Easy. Oma, aber in irgendeiner Richtung. Ey, mich hat Oma direkt geholt. Bro, pass auf. Schick lieber eine Bananenschale. Ah. Ich kann die auf die werfen. Zack. Wow. Ich nehme jetzt die Banane nochmal mit. Zack. Zack. Verpasst. Oh, Oma. Ja, Oma ist ausgerutscht. Okay, sehr gut. Oh Gott, ich bin... Okay, wir sind hier bei den Sägen, ne? Ja, die Sägeblätter. Hä? Hä? Wie soll das gehen? Wie schlecht. Oh mein Gott, kann man einmal außen dran vorbeispringen. Alter, der Sprung ist voll schwierig hier. So, easy. Und hier auch nochmal hoch. Okay, wo sind wir jetzt? Was sollen wir jetzt hier machen? Ich hab dich doch gesehen. Mann, wusste ich das? Nein. Spikes! Oh mein Gott, Digga. Du musst ganz schnell rüber und direkt weiter. Direkt weiter. Oh, Alter, das war so knapp jetzt gerade mit den Spikes. Was ist denn das hier? Hä? Zu zwei drauf, komm schnell! LOL! Oh mein Gott, Digga! Ja. Okay. Hä? Oh nein! Ah. Nein, oh mein Gott! Ja, das war cool! So Schalltafeln. Sieht echt Zack. Aus. So, hier rüber. Jetzt muss ich auf das hier gehen. Ja. Jetzt fährt man weiter hier hoch. Okay. Jetzt geht's hier rauf. Ja. Ey, das ist voll easy gemacht. Das ist voll easy peasy. Über easy war das. Über für Babys easy war das. Aber man muss die Dinger nehmen. Die Bretter nehmen. Ich hab's aber fast geschafft. Oh Gott, ich hab eins runtergeworfen. Eine Planke. Ich auch. Warte mal, dann geht's irgendwie anders. Hä? Guck mal, wie ein Was soll das denn? Profi. Was sind das denn für diese Planken? Ah, jetzt hast du keine mehr, ne? Oh mein Gott! Pass auf! Pass auf! Ohne Planken! Oh mein Gott! Ohne Planken hab ich's geschafft, Digga! Hä? Ich springe drauf. Ja, wahrscheinlich musst du im letzten Moment springen, damit du es schaffst, Alter, das schaffst du niemals. Hä, schaffe ich easy. Guck, pass auf, guck jetzt hin. Guck jetzt hin. Ich gucke. Und. Mit Ansage noch, Digga! Warte, ich schaff's doch jetzt. Wie schlecht! Ich muss eigentlich einmal kurz oben ausschnaufen, kurz oben. So. Ah, ja. Sagt er? Ah, hast du den gesehen? Ja, war nicht schlecht. Oh, Schlüssel finden. Der ist hier irgendwo drin. Irgendwo hier drin hier. Ah, im Schrank. Ja, ich habe ihn. Im Schrank. Bro. Oder hier im Schrank? Nee, im Schrank ist nichts. Ich dachte, er wäre ein Kostüm. Hä, wo denn? Ist auf. Zack, so. Hä? Ah, achso, für mich ist auch auf. Okay, ja, easy. Sehr gut. Und? Also wirklich, was ist los bei dir? Ja, wieso? Was ist los bei dir? Alles gut. Ja, Kollege. Voll krassen Schwingen. Hä? Du findest dich nicht. Natürlich da oben versteckt. Okay, hier fährt man wieder easy nach vorne. Rüber hier. So. Ey, das ist ja richtig cool hier. Nee. Hier auch nochmal weiter. Ey, weiter geht's. Sehr gut. Finde die zwei Knöpfe. Pass auf. Die Laser. Alter, da sind Stacheln auf der Treppe. Oh mein Gott, ich seh's gerade. Okay, zwei Knöpfe. Um hier die oben die Laser auszumachen. Okay, weil ich sehe schon einen Knopf. Ich auch. Schon gesehen. Zack. Ey, Alter, du schubst mich runter, Bro. Du hast mich auch runtergeschubst. Hä? Da war nur ein Knopf. Wie jetzt? Da war nur ein Knopf. Die Laser sind doch weg jetzt. Ey, du bist auch echt so ein Blödian, ne? Lol. Ich kann es einfach durchgehen jetzt. Ja, Mann, krass. Ich hab den Zeit schon gefunden, Digga. Der ist hinter, oder? Wie schlecht. Im Raum. Ja, wie schlecht bist du, Bro. Es war so klar. Was ist jetzt los? Was ist da jetzt? Omas Hüten, geh in den Roboter rein. Alter, was? Was? Wow. Oh mein Gott. Wow. Will Zombie-Oma. Oh mein Gott, Alter, wie krass sieht das aus? Aua. Ich hab was ich kann sogar hochspringen jetzt. Damit. Bam, bam! Das ist einfach Zombie-Oma geworden! Aua! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Oma, bitte nicht! Nochmal hier, nochmal hier! Oma, ich bin fast draufgegangen!
So. Oma, bitte nicht. Gut. Okay, Oma, bitte drück es nicht an. Bam, bam, Oma. Ey, die hat 10 Leben noch. Bro, Oma in 1000 Teile verteilt worden. Boom. Alter, Lol. Ich seh's gerade, ne? Die wurde ja ins Sehr andere gut. Universum geschossen oh, einfach. Oh yes. Und guck mal, da ist ein Portal. Wo geht das denn hin? Oh, ich bin auch gespannt. Lass mal in dieses Portal reingehen. Mal, ich gehe als Oma dahin. Ich gehe jetzt ins Portal rein. Was geht ab, Leute? Heute ist es soweit, denn wir entkommen vom Mr. Scary's Dinner in Roblox. Und wir müssen heute probieren, vor dem wirklich zu überleben, Leute. Der ist anscheinend echt richtig verrückt. Das ist quasi so genauso ein Typ wie von Mr. Pizza Papaya oder sowas. Okay, können wir jetzt hier, warte mal. Kann ich jetzt hier irgendwie den Button drücken? Okay, jetzt gehen wir anscheinend hier mit dem Fahrstuhl runter, Freunde. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze hier aussehen wird. Willkommen steht da. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen möchtet, Leute. Und willkommen zu deinem, was steht da jetzt, Leute? Zu deinem, oh mein Gott, zu deinem Untergang. Oh, Freunde, ich glaube, das wird nicht gut ausgehen jetzt gleich, ne? Mal gucken, oh mein Gott. So sieht also mein Untergang aus. Okay, ich würde sagen, dann probieren wir das Ganze nochmal hier zu schaffen, Freunde. Der ist anscheinend irgendwo hier immer versteckt, Leute, und will uns holen, ne? Oh mein Gott, das wird, glaube ich, heute richtig verrückt. Deswegen, das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Deswegen schaut bis zum Ende, wie wir ihn nachher holen, Freunde. Okay, jetzt hier schön warten. Schön an den Teilen vorbei. Okay, sehr gut geschafft, Leute. Okay, jetzt haben wir hier einen neuen Checkpoint. Geht zu der Leiter, steht da. Okay, wo ist denn... Oh mein Gott! Okay, ich glaube, wir müssen uns beeilen, wenn wir da durchgehen. Schnell, 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 schnell. Okay, wo ist jetzt hier die Leiter, Freunde? Wo ist die Leiter? Er ist hinter uns, er ist hinter uns. Ich darf keinen Stuhl berühren, ne? Ich darf keinen Stuhl berühren. Wo ist jetzt hier die Leiter? Da ist die Leiter. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott, das war gerade so knapp. Habt ihr es gerade gesehen, wie knapp das war? Der hat uns gerade fast wieder geholt, Leute. Okay, jetzt ist er hier einfach nur gerade in groß. Oh, Leute, wo sind wir denn jetzt, bitteschön? Das sind ja, oh, das sind irgendwelche Shredder hier unten. Oh, da müssen wir, glaube ich, echt aufpassen, dass wir auf jeden Fall keinen von diesen Shreddern berühren. So, jetzt hier schön erstmal genau über die ganzen Soßen rüberspringen. Hier Jalapeno-Soße. Okay, Leute, sehr gut. Okay, jetzt haben wir hier den nächsten Checkpoint. Guten Teleporter, will ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. So, dann gehen wir direkt mal hier weiter und auch bloß nicht hier in den Shredder reinfallen. Wenn wir jetzt hier in den Shredder reinfallen, ist das, glaube ich, gar nicht gut, Leute. So, jetzt hier, zack. Okay, und nächster Checkpoint. Oh mein Gott. Seht ihr das? Der guckt mich die ganze Zeit an. Leute, der guckt mich die ganze Zeit an. Der hört gar nicht damit auf. Hä, kann er aufhören, mich anzugucken, Leute? Okay, pass auf. Ich würde es mal sagen. Nein. Und zack. Und zack. Und Leute, hört mich auf, mich anzugucken. Das ist mir echt ein bisschen gruselig, ne? So, okay, sind wir hier schon mal. Hast du es auch geschafft? Okay, sie schafft es auch, Leute. Können wir direkt hier runterspringen in die. Oh! Ich wollte gerade sagen, Kanalisation, aber. Das sieht irgendwie nicht aus wie eine Kanalisation, muss ich sagen, ne? Okay, dann lass mal hier ganz kurz so vorsichtig. Lauf, 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 lauf. Wir waren zu langsam, Freunde. Da müssen wir anscheinend richtig schnell sein. Und sie auch. Sie war auch zu langsam. Und... Zack, lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, da muss man echt richtig schnell sein, Freunde. Sonst wird man hier echt von diesen Zacken geholt. So, jetzt hier den nächsten Zackenparcours haben wir jetzt auch geschafft. Und hier jetzt auch sehr gut, Freunde. Oh mein Gott. Was denn hier... Hier ist irgendwie so eine Todesbrücke oder sowas. Okay, warte mal, dann kann ich hier einfach lang. Okay, wir müssen, glaube ich, rüberspringen. Aber das schaffe ich, Freunde. Kein Problem. Ich kann jetzt hier einmal rüberspringen. Dann hier auch noch rüberspringen. Und oh Gott, jetzt sind da so zwei einzelne Sachen, ne? So, zack. Und... Was? Warum schaffe ich das denn nicht? Das macht gar keinen Sinn. Okay, jetzt aber hier, pass auf. Zack und zack und zack. Hey! So, Leute, jetzt aber. Okay, easy geschafft, Leute. Kein Problem. Und zack. So, der nächste Checkpoint. Guck mal, der ist sogar auf uns gewartet. Okay, wo sind wir denn? Oh mein Gott, nein! Hey, bitte nicht! Bitte nicht! Wo müssen wir hin, Leute? Weißt du, wo wir hin müssen? Hier ist ein Totenkopf? Nee. Wir mussten nach rechts. Hä? Aber sie hat nur... Er hat mich gar nicht geholt. Er hat nur sie geholt. Hä? Was war das denn? Ich habe quasi... Es ist alles voll hell hier. Hä? Okay, also anscheinend wurde ich nicht geholt, sondern nur sie. Aber wo ist sie denn jetzt, Freunde? Na gut, okay, dann lass mal über die ganzen Laser rübergehen. So, zack, über die ganzen Laser. So, ganz vorsichtig. Okay, auch geschafft, Leute. Sehr gut. Und jetzt müssen wir in den Fahrstuhl rein. Ob ich da rein will, Leute, weiß ich noch nicht. Deswegen, wir drücken mal den Knopf und fahren jetzt mit dem Fahrstuhl. Kommen jetzt gleich wieder irgendwelche Texte? Wo steht, das ist unser Untergang? Oder wie wird das gleich alles aussehen, Freunde? Auf jeden Fall echt ein sehr, sehr alter Fahrstuhl, ne?
richtig rostig und richtig kaputt. So, mal gucken, wo wir jetzt hier gleich landen. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir sind, glaube ich, jetzt fast da auf der richtigen Etage. Kann ich irgendwie so durch... Oh ja, ja, da geht's rein. Hier geht's rein jetzt, Freunde. Und yeah! Hä? Wo sind wir denn jetzt? Werden hier irgendwelche Experimente... Warte mal. Habt ihr das gerade auch gesehen? Ist er doch gerade so geflackert, oder nicht? Da war doch gerade der komische... Da ist er! Leute, was ist denn hier los? Okay, warte mal. Lass mal ganz schnell hier den Knopf drücken. So, kurz den Hebel. Und ist da irgendwas, Leute? Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwas ist. Okay, auf jeden Fall geht jetzt hier langsam die Tür hoch. Und wir sind jetzt hier irgendwie bei so einem richtig komischen... Bei einer Obby, die ich noch nie gesehen habe. Irgendwelche Bienenwaben in irgendwelchen Farben, Leute. Okay, warte mal. So, zack. Okay, haben wir auf jeden Fall jetzt auch geschafft. Dann jetzt hier ganz vorsichtig vorbeilaufen. Okay, haben wir auch geschafft, Freunde. Und jetzt geht's weiter in den nächsten Raum, Leute, mit dem nächsten Hebel. Oh Gott, wo gehen wir denn jetzt hin? Alter, okay, ganz vorsichtig, Leute. Ey, der Hebel geht schon wieder auf gerade. Aber was ist denn da hinten los? Okay, warte, pass auf, jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder ganz, ganz vorsichtig sein, ne? Hier müssen wir nämlich rüberspringen, genau, und hier auch, oh, raufspringen, Freunde. So, zack, okay, auch sehr wichtig, denn hier nochmal zack rauf und hier zack rauf. Aber wo ist jetzt hier, Leute, wo ist der Scary... Mr. Dinner Scary Typ hin, Leute. Der hat uns ja gerade eben eigentlich geholt, ist aber einfach wieder verschwunden. Das macht ja gar keinen Sinn, ne? Also irgendwie muss ich auf jeden Fall der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht muss ich mir hier auch das Ding holen. So eine Speed Coil. Ich glaube, ich kaufe mir mal ganz kurz, Leute, für 199 Robux und schau mal, ob die mich vielleicht voranbringen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall kurz warten, Leute. So, oh ja, schnell gesprungen. Und bin ich damit, ich bin damit echt schneller, ne? Das heißt, ich kann jetzt hier zwei auf einmal... Oh mein Gott, hab ich's gesehen? Ich habe gerade einfach zwei auf einmal übersprungen, weil ich dieses Speed-Coil hatte. Hä, wie cool ist das denn? Okay, warte mal, jetzt habe ich hier den nächsten Checkpoint. Das müssen wir hier... Was? Wir müssen jetzt hier... Das habe ich noch nie gehabt. Wir müssen jetzt hier echt... Wow! Wow, 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 wow! Leute! Hä? Ich, oh mein Gott, Hilfe, ich bin hier einfach auf so einer Zipline, Freunde. Ey, das sieht ja mega cool aus, hä? Jo, wir sind fast da. Oh mein Gott, was, das hängt. Leute, der Knochen, Leute. Hä? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und, oh, 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 oh. Und wir haben es einfach, ja, wir sind auch noch durch die Spinnenweben durch. Wie cool war das denn gerade? Warum haben wir sowas noch nie gemacht? Ich will sowas nochmal machen. Das war ja richtig cool, Freunde. Okay, warte mal. Dann lassen wir hier weiter über die... Oh mein Gott. Über diese Pflanzen. Kennt ihr diese Pflanzen, die so Fliegen essen? Ja, genau das. Ey, die tun das ja wirklich. Okay, dann muss ich da sogar schnell rüberspringen. Das hätte ich jetzt auf jeden Fall gerade nicht gedacht, muss ich sagen. Das heißt, hier müssen wir... Hier dürfen wir nicht zu lange drauf stehen bleiben. Guck mal, sonst klappen die so zusammen. Oh mein Gott. Ey! Hä? Oh, man muss da richtig... Also, man muss da auf jeden Fall einfach nur drauf springen, Leute. Das heißt, jetzt werde ich auf jeden Fall jetzt hier schön... schnell rüber. Ich dachte, man hat wenigstens ein bisschen Zeit. Aber die klappen immer schneller zusammen. Guck mal, seht ihr das, wie schnell die zusammenklappen? Da hat man kaum Zeit zu reagieren. Aber ich habe die, haha, ich habe alle Pflanzen überlebt. Sehr gut. Und was ist denn jetzt hier vorne los? Wieder irgendeine Obby. Oh mein Gott, ganz vorsichtig, Freunde. Ganz, das sind irgendwelche Schlangen. Sicher jetzt erst, das sind irgendwelche Schlangen, Leute. Was machen die denn hier? Okay, dann geht's weiter hier mit dem Spinnennetz. Und, oh mein Gott, wir haben hier einen neuen Checkpoint. Das müssen wir auf jeden Fall ganz vorsichtig über das Spinnennetz rübergehen, Leute. Das könnte nämlich echt ganz, ganz gefährlich sein. Oh. So, ganz vorsichtig jetzt hier rüber, Leute. So. Okay. Das sieht, glaube ich... Oh mein Gott. Müssen wir jetzt hier so einen Baum hochklettern? Hä? Oh, Leute, wir müssen jetzt hier irgendwie so einen Baum hochklettern. Dann machen wir das Ganze doch mal ganz kurz. Jetzt hier schön vorsichtig. Ah, und rüber. Und rüber. Und rüber. Ey, ist da... Ne, wir kamen von da, ne? Ich glaube, wir kamen von da. Das heißt, da ist nicht der Checkpoint. Wir müssen anscheinend jetzt hier immer weiter hochklettern und hochklettern und... Hä? Was denn das hier für ein Portal, Freunde? Oh mein Gott, ich gehe ins Portal rein. Hey, das bin ja ich in richtig groß, Leute. Wie cool ist das denn? Hä? Und wir können uns hier einfach jetzt irgendwelche Farben aussuchen. Das heißt, hier, guck mal, ich kann zum Beispiel rot werden und kann meine Speedcoil benutzen. Und bin einfach mega, mega schnell auf diesem krassen eigenen Weg. Oh nein, der eigene Weg verschwindet. Aber das heißt, wenn ich jetzt aufhöre, den zu bauen. Oh, oh, falle ich wieder nach unten, Freunde. Ey, das ist ja richtig, richtig cool, Leute. Ich würde sagen, wenn ihr davon auf jeden Fall noch mehr sehen möchtet, wie wir solchen Obbys entkommen, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Like und ein Abo da, Freunde. Checkt unbedingt bei mir aus. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.